Hallo, hier ist Anna. Nach meinem Video über drei Altwerden-Typen haben ein paar von euch mich gefragt, ob ich auch ein Video über Ernährung dazu machen kann. Und heute ist soweit. Ich habe schon erzählt, dass Menschen, bei denen Elementen Erde und Wasser sich in Disbalance befinden, neigen dazu, Toxine einzusammeln und neigen zu Übergewicht. Aber es gibt auch andere wichtige Seiten, wo auch diese Elemente eine große Rolle spielen. Sie prägen unsere Verhaltensweise, unsere Aussehen, unsere Vorlieben. Und das alles wird in Ayurveda zum Beispiel Doshas genannt. Es gibt allgemein drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und heute erzähle ich etwas über Ernährung für Kapha-Dosha. Durch Element Erde haben diese Menschen sehr kräftigen Körperbau und Wasserelement gibt ihnen ruhige und ausgeglichene Persönlichkeit. Sie regen sich sehr selten auf, sind liebesvoll, tolerant, geduldig, großzügig. Wie soll Ernährung von diesen Menschen im Idealfall ausschauen? Fangen wir mit Gemüse an. Sie sollen überwiegend Blattgemüse sowie scharfe und bittere Gemüse essen und allgemein Geschmack scharf, bitter oder zusammenziehend, das heißt herb, bevorzugen. Das kann zum Beispiel Spinat sein, Kohl, Chicory, verschiedene Keimlinge, auch Möhren, rote Beete, Stangensellerie, Fenchel, Auberginen, Radieschen. Diese Menschen können auch unterschiedliche Blattsalat essen, Paprika, Tomaten nur in kleinen Mengen und grüne Bohnen. Eine grüne Smoothie am Morgen ist genau das Richtige für diese Menschen und auf meinem Kanal findet ihr viele leckere Rezepte dafür. Veden empfehlen auch Menschen mit Typ Kapha intermittierende Fasten, also nichts zu essen, Frühstück auslassen bis Mittagszeit. Weil wenn Elemente Wasser und Erde sich in Dysbalance befinden, dann neigen diese Menschen, sich Toxine einzusammeln und dadurch auch Übergewicht bekommen, weil Toxine werden dann im Fettgewebe weiter verschoben. Und Toxine verbrennen ja bei aufsteigender Sonne, also bis zur Mittagszeit, aber nur dann, wenn man nichts isst. Jetzt schauen wir weiter, was die Obst angeht. Hier ist ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja Geschmackrichtung scharf, bitter oder herb wählen. Aber man kann auch auf Äpfel, Birnen, Granatäpfel zum Beispiel zurückgreifen. Kirschen, Aprikosen, Mangos, Pfirsiche sind auch empfehlenswert. Genauso wie Kaki oder Quitten, Dörr und Trockenobst. Mittagszeit werden Hülsenfrüchte oder Getreide gegessen. Beim Kapha-Typ wird empfohlen Kichererbsen, grüne und gelbe Erbsen, gelbe Linsen, gelbe Bohnen, schwarze Bohnen, Gerste, Hirse, Buchweizen, Mais, Roggen, Basmati-Reis, Quinoa und Amaranth. Bei Öle muss Typ Kapha aufpassen, nur in ganz kleine Menge verwenden, und zwar Chi-Butter, Maisöl, Sonnenblumenöl und Senföl. Genau das gleiche geht für die Süßigkeit. Hier am besten auf die natürliche Süßungsquelle greifen wie Honig, Dicksäfte und Ahornsirup zum Beispiel und in sehr, sehr kleine Menge. Was die Milchprodukte angeht, wissen wir, dass die sehr stark schleimbildend ist und Kapha neigt eh schon zum Schleimbilden. Deswegen, wenn diese Menschen Milch trinken, dann nur stark verdünnt. Man kann auch auf Ziegenmilch umsteigen und auch Joghurt nur in kleine Menge verwenden. Mit Gewürze ist anderes. Hier sind alle Gewürze empfohlen, außer Salz. Und besonders scharfe Gewürze werden bevorzugt, wie Ingwer, scharfes Pfeffer, Koriander, Kurkuma, Nelken, Kardamom, Zimt, Kreuzkümmel. Man kann auch verschiedene Kräuter verwenden, zum Beispiel Pfefferminze, Salbei, Mate, Zitronengras, Jasmin, Fenchel, Holunder, Eisenkraut, Kamille. Man kann daraus einen Tee machen und speziell für Kapha sind folgendes Tee besonders geeignet aus Hagebutter, Limone, Malve und Süßholz. Und was Kräuter angeht, habe ich immer gesagt, alles was wir brauchen, schenkt Natur uns reichlich. Und zwar befindet sich das direkt vor unserer Haustür.
Also vor jedem Haustür kann man genau die Kräuter finden, die Bewohner von diesem Haus brauchen. Also einfach rausgehen und nachschauen. Für Menschen Kaffertyp ideal ist abends warme kleine Mahlzeiten, zum Beispiel Suppen, und sie dürfen keine extreme Fastenkure machen, obwohl, weil sie neigen zu Übergewicht, ist lange Fasten für sie nicht so optimal. Also lieber intermittierende Fasten machen, wie ich schon gesagt habe, oder einmal pro Woche, und darüber werde ich ein spezielles Video dann machen. Ich finde das auch sehr interessant und ziemlich wichtig, weil Tage wirken sehr unterschiedlich auf unsere Psyche zum Beispiel, und Fasten an bestimmten Tagen kann bewirken, dass wir auch uns psychisch stärken, also bestimmte Sachen bevorheben und unterstützen dadurch, und das soll normalerweise auch jeder wissen. Deswegen am besten meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Im nächsten Video erzähle ich auch über die Ernährung für Typ Pitta und Vata. Deswegen dabei bleiben und natürlich unterstützen, diese Video mit euren Bekannten und Verwandten teilen. Ich wünsche euch wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.